und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir wollen ja so eine kleine Technikreihe starten, wo wir eben aufbauen vom ganz Neuling am Bike bis hin zum Profi. Und da starten wir jetzt einfach mal mit dem Bike-Anfänger. Und ihr habt euch jetzt gerade das Rad besorgt oder ausgeliehen, und was mache ich jetzt am besten? Jetzt versuche ich mich natürlich erstmal ein bisschen an mein Fahrrad zu gewöhnen. Aber als allererstes stelle ich mir alles mal so ein, wie ich es brauche. Ich habe die Bremshebel absichtlich so ein bisschen nach unten gekippt, dass wenn ich nachher im Trail bin und tatsächlich runterfahre, dass dann auch die Einstellung passt. Also wartet mal, wenn ich jetzt oben bin am Fahrrad, dann seht ihr, dass meine Hände jetzt quasi nicht geknickt sind, sondern dass ich so eine richtige Parallele runter habe. Also hier so, das da. Das Handgelenk ist nicht irgendwie blöd abgeknickt, sondern schaut schön nach unten. Und genauso habe ich die Bremshebel eingestellt, dass es so bleiben kann. Dann von der Sattelhöhe her möchte ich, dass mein Bein natürlich möglichst den kompletten Hub ausnutzen kann, und ich versuche das Knie nicht komplett durchzustrecken, aber eben relativ gestreckt zu haben dann beim Treten. Ihr könnt das zum Beispiel machen, indem ihr so die Fußspitze drunter tut. Das ist mal ganz gut, aber ein bisschen weiter hoch muss er dann immer noch, finde ich. Also wenn ich jetzt dann trete, dann ist es einfach absolut optimal von der Höhe für mich. Ich knicke die Hüfte nicht irgendwie blöd rüber oder sowas, sondern kann eben ganz entspannt hochstrampeln. Die Fahrradgröße ist natürlich noch so eine Geschichte, die ihr euch ja schon beim Kaufen überlegt. Allerdings würde ich da den Tipp geben, wenn ihr irgendwo zwischen zwei Rahmengrößen steht, dann nehme ich die kleinere. Das ist einfach wendiger im Trail und ich finde es auch eigentlich bequemer zum Sitzen. Genau. Dann, was gibt es noch? Also wir fahren mit Clickies. Wenn ihr jetzt ganz neu am Fahrrad seid, ist es halt so die Frage, ob ihr nicht einfach erstmal mit Flats anfangen wollt, weil dann habt ihr halt dieses Problem nicht mit Ein- und Ausklicken. Aber generell taugen mir die Clickies besser, weil ich mich da einfach auch auf so Rutschenpassagen immer gleich auf meinem Pedal befinde und da nicht das Problem habe, dass ich irgendwie leicht nach vorne oder schräg wegrutsche. Also mit Flats habe ich immer das Gefühl, dass ich jedes Mal anders am Pedal stehe und das taugt mir nicht so gut. Aber das ist auch reine Gewohnheit und muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich jetzt noch nicht sicher weiß, dann fangt vielleicht mal mit Flats an, ob es euch überhaupt Spaß macht, und zum Rantasten einfach. Genau, Sattel gehört von der Breite her auf den Hintern angepasst. Ich habe 143 breit und das soll genauso sein wie die Sitzknochen am Hintern. Und ich habe ihn immer ganz gerne ein bisschen nach vorne geneigt, weil ich einfach, wenn ich dann bergauf fahre, ihn eher waagrecht habe und dadurch dann keine Schmerzen. Genau, und dann habt ihr das alles eingestellt, dann könnt ihr auch schon loslegen. Ich würde einfach mal so ein paar Runden fahren, dass ihr halt einfach das Fahrrad gewohnt werdet, so ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Dann auch einfach mal Schlangenlinien fahren. Und dann am besten so ein bisschen die Positionen ausprobieren am Fahrrad, dass ihr euch mal so ein bisschen nach hinten, nach vorne, also alles so ein bisschen durchprobieren. Und dann ist ganz wichtig, dass ihr ein Gefühl für die Bremsen bekommt. Dazu einfach erstmal ein bisschen antreten und dann fest mit beiden Bremsen gleichzeitig bremsen. Also so leicht fällt man auch nicht über den Lenker, vor allem nicht, wenn ihr dabei das Gewicht ein bisschen zurückgebt. Und wenn ihr das dann ein paar Mal gemacht habt, dann würde ich mir eine Linie suchen, wo ich mir vornehme, eben Vollgas zu bremsen. Sagen wir diese hier. Und ihr versucht dann natürlich, den Bremsweg immer weiter zu verringern. Genau. Also macht es einfach ein paar Mal, 10, 20 Mal. Vollkommen wurscht, je öfter, desto besser, weil das Bremsen muss dann einfach beherrscht sein. Ja. Dann könnt ihr Slalom fahren, um eine bessere Kontrolle über das Fahrrad zu haben. Und inwieweit ihr das schon schafft. Am besten stellt ihr euch am Anfang ein bisschen weiter auseinander und dann immer enger. Und was ihr dann auch noch machen könnt, ist, dass ihr mit dem Vorderrad drüber fahrt, aber mit dem Hinterrad nicht. Also quasi so, und hinten bleibt aber. Mm-hmm.
immer größeren Sachen machen. Also am Anfang mit kleineren, irgendwie Tassen oder sowas. Und später dann auch mit irgendwie Hütchen oder mit einer Bierflasche oder mit was weiß ich. Also da könnt ihr euch ruhig so ein bisschen spielen. Also dann würde ich versuchen, einfach gerade zu fahren. Dazu könnt ihr euch ja so einen Strich suchen, der schon irgendwo ist, wie zum Beispiel hier diese Teerunterschiede. Oder ihr zieht euch halt einfach einen Strich mit Kreide oder mit einem Stein, irgendwie, dass ihr so ein bisschen, ihr wisst sicher, was ich meine, dass ihr einfach eben überprüfen könnt, ob das funktioniert. Und dann versucht ihr eben schön auf diesem Strich zu bleiben. Wenn ihr das dann schon richtig gut könnt, könnt ihr zum Beispiel auch, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, so ein schmales Holzbrett oder sowas hinlegen und dann eben versuchen, ob ihr auf dem bleiben könnt. Was ihr auch noch machen könnt, ist euch einen Kreis zu malen oder eben ein Viereck und dann versucht ihr da immer engere Kreisel zu fahren. Da merkt ihr dann erst, wie klein ihr eigentlich wirklich kreiseln könnt und das braucht man sogar in der Stadt manchmal, wenn man unter irgendwelchen Absperrungen durch möchte. Also ihr versucht hier einfach Kreisel zu fahren. Und wenn ihr euch das wirklich klein macht, dieses Terrain, in dem ihr fahren dürft, dann seht ihr auch erst, in wie klein ihr das wirklich schafft zu fahren. Und dann könnt ihr auch noch zum Beispiel so ein Achter malen, dass ihr dann nochmal umdreht und eben das gleiche zurück. Sowas gibt wirklich sinnvolle Kontrolle über das Fahrrad und sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Und zu guter Letzt würde ich euch dann raten, dass ihr möglichst viel einfach weg von den Straßen fahrt, auf irgendwelchen Forststraßen oder eben Waldwegen und dadurch einfach mehr Beherrschung fürs Fahrrad bekommt. Über die Schlaglöcher, über die Wurzeln drüber und natürlich lernt man Fahrradfahren, vor allem beim Fahrradfahren. Deswegen einfach raus mit euch und probiert's aus. Ich würde euch dann empfehlen, zieht Knieschoner an, Helm ist sowieso Pflicht und Handschuhe natürlich, falls ihr euch mal irgendwo abstützen müsst. Sonst sind die Hände gleich mal offen und ja, dann kann man nicht mal mehr am Büro sitzen und tippen. Von dem her, das soll es erstmal gewesen sein für den Anfang. Weiter geht es dann mit, wie man steil so einen Hügel runterfahren kann. Und dann nehmen wir euch auch richtig mit auf den Berg und zeigen euch da ein paar Tipps und Tricks, wie ihr dann in kniffligen Stellen am Trail am besten zurechtkommt. Genau, wenn euch so eine Serie gefällt, dann gebt uns doch bitte gerne einen Daumen nach oben. Abonniert uns doch gerne und drückt unbedingt auf dieses Glockensymbol, damit ihr auch kein Video mehr von uns verpasst. Wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare und wenn ihr noch bessere oder zusätzliche Tipps habt, was man noch machen kann als Anfänger, dann schreibt uns das unbedingt unten rein in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!